Alle Erkenntnisse über den Ursprung des Coronavirus deuten nach Angaben von Experten der Weltgesundheitsorganisation auf ähnliche Viren in Fledermäusen. Nach Abschluss der gemeinsam mit chinesischen Experten erfolgten Untersuchungen in der Metropole Wuhan in Zentralchina hieß es, der wahrscheinlichste Weg der Übertragung auf den Menschen sei von Fledermäusen ausgehend über ein anderes Tier als Zwischenwirt. Weitere Untersuchungen zum genauen Weg seien nötig. Ein Laborunfall als Ursache ist nach Einschätzung der Experten extrem unwahrscheinlich. Ob das Virus auch über Tiefkühlprodukte weiterverbreitet worden sein könnte, müsse noch genauer untersucht werden. Die internationalen Experten, die im Auftrag der WHO nach der Herkunft des Erregers suchen, waren 4 Wochen in China und besuchten unter anderem Krankenhäuser und Labore. In Wuhan waren erstmals im Dezember 2019 Infektionen mit dem neuen Virus nachgewiesen worden. Der Erreger kursierte aber wahrscheinlich schon zuvor.